Wir starten nach den Ferien mit einem Thema, was sicherlich immer noch sehr große Fragezeichen aufwirft. Und zwar heute speziell, weil wir sind ja in unserem Kunstgeschichtsabend die Kunstgeschichte der Freimaurerei. Und als Einstieg vielleicht das erste Bild, was Sie hier vielleicht schon aufgemacht haben, Zirkel und Winkelmaß. Das sind Symbole, die Sie in der Kunstgeschichte der Freimaurerei immer wieder antreffen werden. Und damit kann man eigentlich schon sagen, die spezielle Kunstgeschichte in der Freimaurerei, die vermittelt sich durch Symbole. Und wenn Sie mit Freimaurerei noch so gar nichts am Hut hatten und fragen, wie kennzeichnet sich denn überhaupt eine spezifische Kunst in der Freimaurerei, dann sind meistens so die ersten Anlaufstellen die Flohmärkte. Und wenn Sie da vielleicht mal so etwas entdeckt haben, also einen Orden, den man in der Freimaurerei als Bijou bezeichnet, also auf dem Französischen das Kleinod, dann haben Sie es mit sogenannten Masonika zu tun. Also genauso wie es zum Beispiel Judaica gibt oder andere Ausrichtungen, die einer bestimmten Sammelgruppe angehören, sind diese Dinge, die Sie da finden könnten, wie zum Beispiel auch hier diese beiden Freimaurer mit ihren typischen Schürzen und dem kleinen Mopf da unten in der Ecke aus Meißen, die bezeichnet man eben als Masonika. Also Masone, Mason, der Maurer, insbesondere der Freimaurer. Und auch so etwas mag Ihnen vielleicht schon mal in die Hände gefallen sein. Ein sehr merkwürdiges Glas mit einem außergewöhnlichen starken Fuß. Und dieser starke Fuß dient dazu, in einem Ritual das Glas besonders hart aufzusetzen. Und daher bezeichnet man diese Gläser mit ihrer unglaublichen Symbolik, wie Sie sehen, auch als Kanonen, weil die eben beim Aufsetzen dementsprechend scheppern. Die Symbole. Sie haben wahrscheinlich in der Ankündigung auch schon ein Bild gesehen, was überschäumt voller Symbole. Und mit diesem Bild möchte ich nun meinen Ausflug mit Ihnen beginnen. Und ich möchte, dass Sie dieses Bild einmal kurz auf sich wirken lassen. Es ist übersät mit freimaurerischer Symbolik. Und ich hoffe, dass ich am Ende unserer 90 Minuten Ihnen etwas davon zugänglich machen kann, dass Sie das ein oder andere wiedererkennen und sagen, oh ja, das habe ich gerade schon mal gesehen, das weiß ich jetzt tatsächlich auch zuzuordnen. Dieses Werk ist 5x3 Meter groß und das ist ein Fecko, also auf trockenem Putz gemalt, von Robert Seufert und befindet sich im Logenhaus in Köln. Daher sehen Sie auch in der Mitte den Aufriss des Kölner Doms. Das ist aus den 60er Jahren. Die Loge heißt Freimut und Wahrheit und Logennamen klingen oftmals so. Die ersten Logen, die trafen sich in Hinterräumen auch von Kneipen, die auch dementsprechend hießen zur Goldenen Gans oder ähnlich. Und dann wurden diese Bezeichnungen dann nachher eben mit Begriffen dann ersetzt, die für bestimmte Qualitäten sprechen, die in der Freimaurerei eine Rolle spielen. Wenn Sie also das erste Mal irgendwo mit Freimaurern zu tun bekommen oder eben auch nicht irgendwo in den Straßen vorbeigehen, dann werden Sie meistens eine verschlossene Tür, verhangende Fensterläden vorfinden, Fenster. Aber Sie finden dieses Symbol an der Tür. Und ich möchte heute Abend diesen Vortrag widmen der Loge aus Duisburg, die nämlich in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert und ein Riesenprogramm vorhatte, aber durch die aktuellen Umstände das meiste davon auch
abwagen musste oder in sehr kleinerem Umfang. Das ist die Loge zur Deutschen Burg. Und wenn Sie in Duisburg am Bödinger Park in Hochfeld mal durch die Friedenstraße gehen, die Friedenstraße 100, da befindet sich das Logenhaus in Duisburg. Nun, wenn Sie sich für Freimaurerei interessieren, dann werden Sie ins Internet gehen, da werden Sie auch übermäßig mit Informationen bedient. Und wenn Sie so im Kiosk, im Zeitschriftenladen mal nach Freimaurerei stöbern, dann fällt Ihnen wahrscheinlich sowas hier in die Hände. Und wenn Sie sich da mal auf Layout fixieren, dann kommt Ihnen das alles sehr dunkel vor, sehr verdächtig, verschworen, geheimnisvoll. Und das Wort, was ich dafür verwenden würde, das ist das Wort obskur. Obskur, obscuritas bedeutet Dunkelheit und Unverständlichkeit. Also etwas, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Also das ist alles irgendwie so sehr, sehr abschreckend und düster. Und es ist eigentlich ziemlich verrückt, die Freimaurerei so darzustellen, weil die Freimaurerei eigentlich genau ins Gegenteil verkehrt zu sehen ist. Denn die Freimaurerei kommt aus der Aufklärung und in der Aufklärung steckt auch die Erleuchtung. Und auch wenn wir von Illuminaten sprechen, die es als einen kleinen Kreis tatsächlich in dieser Zeit gegeben hat, dann steckt auch in diesem Wort Illumination, das heißt also vom Dunkel ins Licht zu gehen. Und eigentlich genau das Gegenteil von diesen Layouts, auch Dan Brown, den der ein oder andere von Ihnen kennt, hatte seine Bücher auf dem deutschen Markt. Mittlerweile ist es anders gestaltet, aber erstmal in dieser schwarz-rot-dunklen Anmutung veröffentlicht. Die Filme sind natürlich Thriller, auch die sind dementsprechend dunkel gehalten oder der eine oder andere kennt vielleicht die Verfilmung National Treasure, das Geheimnis der Tempelritter mit Nicolas Cage, auch da spielt die Freimaurerei und deren Geschichte eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Auch im Buchmarkt finden wir eigentlich keine Unterscheidung im Layout zwischen Sachbuch und Roman. Wenn Sie sich das einmal angucken, oben, das sind die Romane und unten, das sind die Sachbücher. Und die sehen doch irgendwie alle irgendwie gleich aus. Wenn Sie dann schauen, wo die stehen, dann stehen die nicht etwa bei der Philosophie oder Kulturgeschichte, sondern meistens irgendwo neben Büchern über die Mafia. Und dann gab es ja auch die sogenannte P2 in Italien. Alles ganz unheimliches Zeug und alles sehr nebulös. Und da findet man dann die Freimaurerei. Und wenn wir also jetzt uns mal an dieses Logenhaus begeben und da mal versuchen anzuklopfen, dann müssen wir eine Reise sehr weit in die Geschichte machen. Die Beschreibungen sind dementsprechend schwierig. Also man kann sagen, es ist eine Initiationsgemeinschaft, ein ethischer Bund, ein Ort der Freundschaft, Quelle der Selbsterkenntnis oder mehr als ein Charity-Club. Denn auch Rotary und Lions wurden von Freimaurern gegründet. Die Freimaurer sind sehr aktiv in karitativen Projekten. Und ich sage immer so schön, wenn man 10 Freimaurer fragt, was ist die Freimaurerei, bekommt man mindestens 11 verschiedene Antworten. Man kann definieren, dass die Freimaurerei ein freier Bund von Menschen ist, eine Lehre über moralisches Verhalten, ein Weg, das Leben zu gestalten. Das sind alles Aussagen von Freimaurern, die das irgendwo mal in einen Satz fassen sollten. Dann eben die berühmte Bruderschaft, wobei das viel zu kurz gegriffen ist, denn es gibt gemischte Logen und es gibt auch Schwesternschaften, es gibt also Frauenlogen. Bitte? Nein, es waren nicht immer nur Männer. Also das ging relativ früh los, und zwar in Frankreich. Das gab dann nachher eine Spaltung zwischen der englischen Großloge und der französischen. Und die französische Großloge war schon sehr früh offen für Freimaurer
für Frauenfreimaurerei. Dann erzieht die Freimaurerei zu Menschenliebe und Toleranz. Auch das sind Begriffe, die immer wieder fallen. Sie weist einen Weg vor einer eigenen Lebensphilosophie und sie lehrt die Moral durch Symbolik. Sie benutzt Rituale und Zeremonien, um ihre Mitglieder zu unterweisen. Und auch da kommt natürlich auch immer die Frage, ja, ist die Freimaurerei denn eine Religion? Und sie hat sicherlich, was Rituale angeht und Symbolik angeht, Ähnlichkeiten mit religiösen Gemeinschaften, aber sie ist in der Definition selber keine Religion. Also der Versuch einer Definition, die ich Ihnen jetzt mit auf den Weg geben würde, das ist, die Freimaurerei ist ein Bund von Männern und Frauen, in dem durch rituelle symbolische Arbeiten mitgeholfen wird, dass der Mensch, der Mitglied ist, zu seiner persönlichen eigenen Vervollkommnung gelangt. Also es geht um eine Erkenntnissuche. Und ich würde noch ergänzen, damit das, was wir jetzt von der Gruppe zum Einzelnen gesehen haben, auch wieder zurückgestrahlt wird und durch diese dann auch ein tragendes Glied seiner beruflichen und bürgerlichen Gemeinschaft werden kann. Also ein Bekannter von mir hat mal formuliert in einem Buch, was er geschrieben hat, Freimaurerei in 60 Minuten, ein kleines Bändchen, was ich Ihnen auch gerne empfehlen kann zum ersten Einstieg. Aber da ist wenig Kunst drin, deshalb habe ich Ihnen das heute nicht mitgebracht, sondern ein anderes, was da liegt. Können Sie gerne nachher mal reinschauen. Der sagte, Freimaurerei ist wohl die erfolgreichste Persönlichkeitsbildung im, wenn man heute neudeutsch sagen würde, im Coaching der Geschichte. Also die Brüder coachen sich quasi gegenseitig. Und das hat eine Tradition, wie gesagt, die sehr, sehr lange zurückliegt. Und hier gibt es diese schöne Symbolik des Suchenden, der quasi aus seiner Welt versucht, Erkenntnisse zu schaffen, in Sphären, die vorher noch unbekannt sind. Das ist also aus dem Buch Himmelskunde von 1888 von Claude Flammarion, ein sehr berühmter Holzschnitt, der hier koloriert ist, der das Ganze symbolisch darstellt. Und diese Lichtsucher, von denen ich sprach, die gehen natürlich noch weiter zurück. Und da habe ich Ihnen mal diese Grafik hier mitgebracht. Das stellt das sogenannte Höhlengleichnis dar, von Platon, der um 400 vor Christus lebte, der hier die bekannte Szenerie beschreibt, dass die Menschen quasi Illusionen verhaftet sind. Also das kennen wir auch schon aus dem Buddhismus. Und Platon hat es so beschrieben, die sitzen angekettet in einer Höhle und können sich weder aufrichten noch umwenden und halten die Schatten, die ihnen vorgeführt werden, von den Leuten, die an ihnen hinter dieser Mauer vorbeischreiten, für die wirkliche Welt. Und wenn man es denn wagt oder schafft, sich von diesen Fesseln zu befreien, sind natürlich alles Metaphern, und dann an diesem künstlichen Licht, also dem Feuer, was dahinter brennt, zum tatsächlich großen Licht vorzustoßen, nämlich nicht nur das Feuer zu erkennen und die wahren Gegenstände, sondern aus der Höhle herauszukommen, dann würde man Erkenntnisse gewinnen über die wahre Sicht der Dinge. Dann würde man nämlich das Sonnenlicht erkennen und dann würde man dementsprechend Schwierigkeiten haben, wenn man den da unten klar machen will, was denn eigentlich Wirklichkeit ist und woher eigentlich das große Licht kommt. Platon bezeichnete diese Sinnsuche nach dem wahren, guten und schönen. Und da sind wir genau bei der Kunst. Kunst ist eben Ausdruck genau dieses wahren, guten und schönen. Und wenn man Begriffe wie Freude, wie Emotionen, Erkenntnis, Urteil und Spiritualität in der Kunst zu sehen vermag und durch die Kunst zu vermitteln vermag, dann ist man genau bei dem, was man auch als königliche Kunst bezeichnet. Ein anderer Begriff für die Freimaurerei. Das ging in Orten los,
die eine besondere Funktion hatten, die man als Tempel bezeichnete. Templum ist der heilige Ort. Der ist aus dem Griechischen heraus umhegt, also der ist genau definiert, Temenos nennt sich das, als ein Ort, der sakral ist, der also heilig ist. Und darin befindet sich das sogenannte Fanum. Und daher kommt auch dieses Wort, wenn man sich vor dem Heiligen befindet und nicht weiß, man hat keinen Einlass zu diesem Heiligen, dann ist man vor dem Fanum. Dann ist das Ganze profan. Und auch das Wort Tempus, also die Zeit, als heilige Zeit definiert und Templum haben etymologisch eine Wurzel. Also wir reden hier tatsächlich von dem, was im Mythos als das andere, als die Welt, die andere Welt bezeichnet wird, die man im Schamanismus, im Animismus, aber auch in jeder Religion zu finden versucht, um mit diesem Heiligen Kontakt zu bekommen. Einige Kulturen gehen so weit, dass sie diese Anderswelt für die wahrere, richtigere Welt halten. Ich denke nur an die Aborigines mit ihrer Traumzeit. Aber zurück zu uns hier in die westliche Kultur. Hier finden wir gerade bei den Griechen heilige Stätten, Haine, wo sich die Gottheit jederzeit manifestieren konnte. Also die Götter konnten überall auftauchen. Und hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel von Arnold Böcklin, 1882, der heilige Hain, heute in Basel zu sehen, der das wunderbar darstellt. Also die Natur war heilig. Und Wissenschaft und Kunst und Religion waren noch nicht voneinander getrennt. Die Griechen allerdings hatten ein recht trostloses Jenseits. Der Hades war kein Ort der Hoffnung. Man vegetierte dort mehr oder weniger mit betäubten Sinnen, sodass man auch sagen konnte, im Gegensatz zum Beispiel zu den Ägyptern, lebten die Griechen ganz für das Diesseits. Das Diesseits, darum ging es, in der Welt zu wirken und die Welt wahrzunehmen als jetzt gegeben. Die Umstände, in denen man lebte. Und auch das spielt in der Freimaurerei, in dieser Tradition, von der ich rede, eine Rolle. Die Gottheiten konnten sich auch in den Statuen manifestieren. Deshalb wurden diese Statuen errichtet, die nachher im Christentum als Idolatrie, als Götzenverehrung bezeichnet wurden. Aber für die Griechen waren diese sogenannten Plastiken, also die Statuen, tatsächlich auch Darstellung ihrer Gottheiten, die man verehrte, nicht, dass man eine Statue verehrte, sondern dass man das Prinzip der Gottheit damit vergegenwärtigte. Und das, was dem Gedankengut dieser Verbindung mit dem Heiligen, auch diesem Aspekt einer Erlösung zu finden, durch bestimmte Rituale und bestimmte religiöse Praxen findet sich in den antiken Mysterien. Und ich hatte hier mal so die wichtigsten aufgeführt. Ich hatte da bei anderer Gelegenheit auch schon mal drüber gesprochen. Am bekanntesten sind sicherlich die Mysterien von Eleusis, also nicht weit von Athen, mit dem Kult um Demeter und ihrer Tochter Persephone. Der Dionysos-Kult, Samothrake ist sehr geheimnisvoll und weniger bekannt, aber Isis und Osiris kennen Sie sicherlich. Und wenn ich nachher auf die Zauberflöte zu sprechen komme, wo Schikaneder das Libretto geschrieben hat und Mozart die Musik, dann kommen Isis und Osiris genau da wieder vor. Kybele und Attis und nicht zuletzt Mithras, den wir auch gleich nochmal begegnen werden. Theodosius schließt das Zeus-Heiligtum in Olympia 426 und das bedeutet das Ende dieser Mysterien, die seit 700 vor unserer Zeitrechnung aktiv waren. Und dann findet man, wie hier in Pompeji, 79 nach unserer Zeitrechnung zerstört, wie Sie wissen, dann dieses Mosaik. Und da sind sie genau bei dem, was nachher die Kunstgeschichte in der Freimaurerei
oder die Kunst in der Freimaurerei wieder aufnehmen wird. Dies ist ein Unterweisungsbild. Sie sehen also hier, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, ein Senkblei, Sie sehen eine Waage, also ein Senklot, mit dem gemessen wurde, Sie sehen ein Winkelmaß und Sie sehen auf der linken Seite, sehen Sie feines Tuch, Sie sehen Perlenketten, Sie sehen also quasi Reichtum und auf der rechten Seite sehen Sie ein abgeflattertes Fell und so eine olle lederne Tasche und so einen alten Krückstock und dazwischen der Schädel. Der Schädel als Symbol des Memento Mori, der Vanitas. Sie sehen ein Schmetterling oder auch als Motte oftmals dargestellt. Und Schmetterling heißt im Griechischen Psyche. Das heißt, dieser Schmetterling stellt quasi die Seele dar, stellt das dar, was den Tod überlebt und wiedergeboren werden soll und kann. Darunter das Rad des Lebens. Und diese Symbolik finden Sie in der Kunstgeschichte immer wieder dargestellt. Und so alt ist die schon, dass wir die gleich in der Freimaurerei auch immer wieder antreffen werden, als Zeichen der Vanitas, des Memento Mori, die ja ihre kunstgeschichtliche große Epoche eigentlich erst im Barock so richtig entfalten wird. Und hier haben wir eine Darstellung einer Initiation. Sie sehen also jetzt hier genau diesen Vorgang, dass hier der sogenannte Myste, der jetzt eingeweiht wird, den Kopf noch bedeckt hat. Der ist noch blind, der ist noch seiner Sinne beraubt. Und hier brennt man etwas ab, hier werden Fackeln entzündet, hier sind Priesterinnen, die dafür zuständig sind, diesen Mysten jetzt einzuweihen und ihn quasi diesem Mysterien nahezubringen. Und auch die Symbolik des Sakralbaus hat natürlich mit diesen philosophischen Konzepten zu tun. Und das reicht bis nach Ägypten und auch weiter bis nach Babylon zurück. Und wenn Sie sich immer gefragt haben, warum dieser Obelisk immer wieder errichtet wurde, den man ja auch, wenn Sie an Paris, an Washington denken, und überall in jeder großen Hauptstadt finden Sie so ein Ding, dann ist dieser Obelisk, der übrigens wortwörtlich Bratspieß hieß, weil die Griechen einfach damit nichts anfangen konnten, die haben den tatsächlich so genannt, Obeliskos, das ist eine Verbindung der irdischen Welt mit der himmlischen Sphäre, also mit der Sonne. Das ist, wenn Sie so wollen, kunstgeschichtlich gesehen ein versteinerter Sonnenstrahl, die Verbindung mit dem Göttlichen. Und diese Mysterien wurden in der Kunstgeschichte verschlüsselt überliefert, aber darüber zu sprechen, war bei Todesstrafe verboten. Die Mysterien waren tatsächlich ein Geheimbund, wogegen die Freimaurerei das nicht ist. Hier haben wir die Darstellung einer Villa aus Pompeji, die tatsächlich auch den Namen Mysterienvilla bekam. Hier sehen wir auch so eine Initiation. Hinten hält jemand so eine dionysische Maske, die sich in diesem Weinkrug spiegelt. Und der jetzt in diesen Weinkrug guckt, der sieht quasi die Maske im Wein sich reflektieren. Und auch hier Demeter und Persephone, also Chore, das Mädchen, die dort ein Jüngling, also Triptolemos genannt, in die Mysterien einweihen. Diese Konzepte ziehen sich wie ein roter Faden durch die Kunstgeschichte. Archetypen wie die große Mutter, auf der linken Seite hier in Châtelet-Luc, 6000 vor unserer Zeitrechnung. So alt ist diese Darstellung einer Frau, die auf einem Löwenthron sitzt. Und dieses Konzept finden Sie dann im Kult der Kybele, also hier eine Darstellung auf der rechten Seite, auch wieder die beiden Löwen, der rechte ist verloren gegangen, aber es sind auf jeder Armlehne genau diese Löwen, die Sie auf der linken Seite auch sehen. Diese Darstellung stand etwa aus 50 nach Christus. Und Sie sehen Darstellungen
die Sie erstmal erstaunen lassen, wie zum Beispiel dieser kleine gekreuzigte orphische Bacchus. Also hier ist Dionysos dargestellt, so wie wir eigentlich eine Christusdarstellung vermuten würden. Auch mit 7 Sternen über ihm und einem Halbmond über dem Kreuz aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Konzepte, die in der Kunstgeschichte sich wie ein roter Faden durchziehen, wie die Isis Laktans, die nährende Mutter, die hier Hippokrates säugt. Dasselbe Konzept finden wir dann bei Dionysos und seiner Mutter Semele. Dionysos hat hier schon diesen Blätterkranz, diese Weinreben auf dem Kopf. Und natürlich kriegt man das dann in Verbindung mit Maria und Jesus, also die Maria Laktans. Das sind Konzepte einer archetypischen Darstellung. Und es gab Zeiten, wo man auch nicht unterscheiden konnte. Ist jetzt hier Apollon dargestellt? Ist jetzt Christus dargestellt als Sol Invictus, also als unbesiegbarer Sonnengott? Oder als Orpheus? Denn auch der orphische Kult hatte diesen philosophischen Hintergrund einer Wiederauferstehung und vielerlei Konzepte, die wir im Christentum nachher wiederfinden. Und hier habe ich Ihnen nochmal dargestellt eine wunderbare Illustration des Mithras. Mithras ist ein Kult, der von den römischen Legionären nach Rom gebracht wurde, weil dieser Kult unter der Erde, in sogenannten Mitränen, also in unterirdischen Sakralräumen, zelebriert wurde, nur von Männern. Es war ein reiner Männerkult. Und wenn Sie sich diese Darstellung angucken, dann sieht die erstmal sehr brutal aus. Also da ist jemand mit so einer merkwürdigen Zipfelmütze, einer sogenannten phrygischen Mütze, der einen Stier tötet. Und da, wo jetzt das Blut rausquillt, laben sich 3 Tiere, nämlich eine Schlange, ein Hund und ein Skorpion, an dieser Wunde, an dem Blut. Und das hier ist eine Darstellung, die ich Ihnen mitgebracht habe, weil ich Sie mal bitten möchte, auf diesen aufbauschenden großen Mantel zu sehen, dass hier sich quasi in diesem Sternenhimmel der gesamte Kosmos widerspiegelt. In dieser Opferung manifestiert sich eine Weltschöpfung. Mithras schafft durch die Tötung des Stieres, der jetzt philosophisch gesehen, aber es würde jetzt zu sehr ins Detail geht, er selber ist, also sein Tierwesen, schafft er damit die Welt. Und alle Protagonisten auf diesem Bild sind eigentlich Sternbilder. Also der Stier, die Schlange, der Hund, der Skorpion. Und in einer anderen Darstellung sehen wir hier auch den Zodiac, der sich hier über diese Szene spannt. Und wir sehen hier 2 Figuren, Kautes und Kautopates. Der eine hat die Fackel gesenkt, der steht also für den Tod, für die Nacht. Und der andere hat die Fackel aufrecht, steht für das Leben und die Sonne. Und das sind Konzepte, die sich durch die antike Religion, gerade durch die römische Religion, durchziehen, bis zu einer Gottheit, die eigentlich aus dem Griechischen kommt, Helios. Ich sagte es gerade, in Rom hieß er Sol Invictus. Die Sonne, das Licht als Gottheit, das kennen wir schon von Echnaton, der das auch erstmals eingeführt hat. Und Sie sehen in diesen Konzepten, dass diese Gottheit eine Krone mit 7 Strahlen trägt. Und diese 7 Strahlen haben natürlich eine Zahlensymbolik und Bedeutung. Und ja, das Wort, mit dem wir heute tagtäglich zu tun haben, nämlich das Wort Corona, bedeutet tatsächlich Krone. Und ursprünglich war damit gemeint die Corona der Sonne. Das heißt also, die Sonnenstrahlen, die jetzt im Metall eingefangen, zur Krone wurden und damit Symbol des Herrschers.
also des Kaisers. Und es war, weil es auch meistens eine goldene Krone war, mehr oder weniger ein Nimbus, also ein Heiligenschein, wie die Sonnenkrone, den der Herrscher trug, ein Sonnenkranz. Und wenn wir von ganz oben nach ganz unten gehen, und auch das hat wiederum mit der freimaurerischen Kunst zu tun, dann begeben wir uns in die Unterwelt. Hier eine Darstellung des Gartens von Bomarzo in Italien, wo also jetzt dieser Riesenschlund symbolisch der Eingang zur Unterwelt bedeutet. Und wir befinden uns im sogenannten chthonischen Bereich. Das bedeutet der Bereich der Unterwelt, der Bereich auch der Gottheiten, die dementsprechend dunkel waren, aber auch Leben gaben. Denn Sie müssen sich in der Symbolgeschichte immer vergegenwärtigen, dass alles von unten nach oben wächst und von innen nach außen. Und wenn Getreide aus der Erde kommt, dann ist das ein göttlicher Akt, wo letztendlich auch die Götter der Unterwelt für zuständig waren, die das Ganze in Gang gebracht haben. Das heißt, die Höhle ist ein Initiationsort, weil man dort abgeschieden war von der mittleren Welt. Und das ist sicherlich ein Konzept, was am ältesten zurückgeht. Denn denken Sie an die Höhlenzeichnungen von Lascaux, von Altamira, von Chauvet, wo man Kunst dargestellt hat. Und zwar sprechen wir hier in einer Zeit, die 45.000 Jahre zurückgeht. Das sind die ersten bekannten Kunstdarstellungen. Warum macht der Mensch so etwas? Er kriecht in eine Höhle, wie in einen Uterus, also zurück zur Geburt und findet dann unter großem Gewinde durch ganz, ganz kleine Schluchten dann einen Hohlraum, wo er auf einmal fängt, sich künstlerisch auszudrücken. Warum stellt er das nicht an der Erdoberfläche dar, wo es jeder sehen kann? Und das sind Orte der Initiation, der Einweihung. Dort hatte man Eintritt zu dieser Anderswelt, zu dieser Welt jenseits des Sichtbaren. Und hier wieder zurück zur Freimaurerei. In der Freimaurerei, wie auch in vielen Geschichten, die wir vielleicht kennen, wenn jemand vom Ritter geschlagen wird, hat er die Nacht in Reflexion, in Meditation zu überdenken, welchen Schritt er da jetzt gerade machen wird. Und vor dieser Initiation gab es immer eine Art Abschottung aus der profanen Welt. Und hier ist das in der Freimaurerei die sogenannte dunkle Kammer. Also ein Raum, der so ausgestattet ist, auch wieder mit Memento Mori, mit Symbolen der Vergänglichkeit. Sie sehen den Schädel mit den Knochen, Sie sehen eine Sense, Sie sehen aber auch einen Hahn. Und das ist jetzt aus einer französischen Loge. Da steht auf diesem Zettel mit dem Hahn hier auf der linken Seite Vigilance, also Wachsamkeit, und Perseverance, also die Ausdauer. Und dieses kleine Kürzel, was hier steht, Vitriol, besteht aus 7 Buchstaben. Und Vitriol ist eine alte alchemistische Formel. Die Alchemisten versuchten immer, aus Blei Gold zu machen. Aber wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, dass die wahren Alchemisten das als eine Metapher bezeichnet haben, um den Menschen einfach weiterzubringen, edler zu machen. Und um Selbstveredelung geht es letztendlich auch dabei. Dann bedeutet diese Abkürzung Vivita interiore terre, rectificando inveniat occultem lapidem. Wenn du ins Innere der Erde gehst, wirst du dich wieder erneuernd den Stein der Weisen finden. Behalten Sie diese 7 Stufen mal im Kopf, wenn wir nachher wieder auf das Kölner Logenbild zurückgehen. Es geht also um eine Transformation, also genau dasselbe Konzept, was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. Von der Dunkelheit ans Licht. Lateinisch fiat lux, es werde Licht. Das heißt also, der unterirdische Bereich war
genauso entscheidend und genauso wichtig im Mythos wie der himmlische mit der Sonne, die alles nährt, die Leben bringt, die alles wachsen lässt. Diese Konzepte fanden ihr Ende, als Theodosius das Zeus-Heiligtum in Olympia schloss. Und was übrig bleibt, war erstmal das große Fragezeichen, wie haben die Menschen damals ihre Kulte praktisch ausgeübt? Denn die Mysterien verboten ja Aufzeichnungen. Und wir kennen das aus anderen Kulturkreisen, wenn Sie an die keltisch-germanischen Traditionen denken, wo diese Überlieferungen durch Barden und Druiden eigentlich nur von Mund zu Ohr weitergegeben wurden. Und von Mund zu Ohr, das bedeutet nicht nur Geheimnis, also Myein heißt aus dem Griechischen den Mund verschließen, also ne, schweigsam zu sein, nicht gleich alles auszuplaudern. Und auf diesem Wortstamm ergibt sich dann nachher Mystik oder auch Mythos steckt da drin. Oder das Mysterium. Und was wir nun die Jahrhunderte hatten, das war das große Rätsel, wofür waren diese Bauwerke da? Die Bauwerke, die natürlich ganz klar auf der Geometrie fußten, und die Geometrie wiederum, die ist uns als erstes richtig überliefert von einem weiteren tatsächlichen Geheimbund, nämlich den Pythagoreern. Pythagoras war ein ganz seltsamer Vogel, der es wirklich interdisziplinär verstanden hat, zum Beispiel Tonschwingungen und bestimmte geometrische Formen und Zahlen miteinander in Kontext zu bringen, miteinander in Verbindung zu bringen. Pythagoras, und Sie kennen das von den Vorsokratikern, die ja nun den Urstoff aller Dinge suchten, für Pythagoras war das tatsächlich die Zahl, also etwas ganz Abstraktes. Er sagte, die Zahl ist Basis allen Seienden. Pythagoras lebte von 570 bis 510 vor unserer Zeitrechnung. Diese Tradition wurde im Mittelalter natürlich auch wieder fortgeführt, nämlich in dieser Darstellung möchte ich Ihnen das kunstgeschichtlich sehr schön einmal präsentieren. Denken Sie an den Weisheitsspruch, aber alles hast du geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht. Das ist die Darstellung, das ist hier keine Darstellung von Jesus Christus, sondern von Gott, der hier die Welt schafft, indem er die Welt plant mit einem Zirkel. Aus der Bibel Moralis aus dem 13. Jahrhundert. Und jetzt möchte ich Sie 5 Minuten lang entführen in einen kleinen Exkurs. Denn ich habe ja jetzt Sie so ein bisschen in die Richtung geführt, in eine königliche Kunst, die basiert auf einem Konzept eines Plans, einer Berechnung, einer Vermessung der Welt, um das Geheimnis zu ergründen. Und diese uralte Form, die man jetzt auch in der Natur sah, in geometrischen Strukturen, möchte ich Ihnen zumindest einmal kurz anreißen, damit Sie all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe und das Nachfolgende, auch irgendwie wie so kleine Puzzlesteine miteinander verbinden können. Also daher jetzt einen kleinen Exkurs in die sogenannte heilige Geometrie. Und diese heilige Geometrie haben die Menschen natürlich überall entdeckt. Es sind Konzepte, die sich in der Natur finden, wie zum Beispiel das Konzept der Spirale, das Konzept von geometrischen Mustern, die immer wieder auftauchten, wo die Menschen sich natürlich fragten, was steckt denn dahinter? Und wie können wir diese Geometrie nutzen, um unsere Sakralbauten nach ewigen Prinzipien zu gestalten? Nun, fangen wir an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein weißes Blatt Papier. Was Sie nun dazu brauchen, um da einfach mal sich ranzuwagen, ist der schon
mittlerweile oft gesehene Zirkel und kein Maßstab. Wir nehmen nämlich ein Lineal, denn wir brauchen keine Maßeinteilung dafür. Und dann stellen wir uns vor, dass die gesamte Schöpfung noch gar nicht existierte, metaphorisch gesprochen, und wir gehen zurück vor dem Big Bang. Wir reduzieren alles Bekannte auf einen einzigen Punkt. Und dieser Punkt hat zwar jetzt hier eine Ausdehnung, sonst könnte ich Ihnen den nicht zeigen, aber gehen Sie davon aus, der hat noch keine. Und da pieksen Sie jetzt mal den Zirkel rein und schlagen einen Kreis. Sie haben jetzt kreativ eine Welt geschaffen. Sie haben nämlich ein Innen und ein Außen. Dieses Innen und Außen bezeichnen wir jetzt mal als Erde und Himmel. Und jetzt befolgen Sie zwei Regeln. Sie verändern also nicht den Radius des Zirkels. Und Sie befolgen jetzt die erste Regel, gehe zu dem Neugeschaffenen. Und die zweite Regel, tu das, was du schon kannst. Und jetzt werden Sie sehen, was passiert. Stechen Sie irgendwo am äußeren Rand ein und wiederholen Sie genau diesen Zirkelschlag. In der Mitte haben Sie jetzt ein geometrisches Gebilde geschaffen, was sich Mandorla oder Vesica Piscis nennt. Also das bedeutet die Schweinsblase. Und auch die finden Sie in der Kunstgeschichte immer wieder. Hier zum Beispiel in Form einer Struktur, die Maria und hier auch Jesus umgibt und die auch konstruiert wird in diesem Fischsymbol, in diesem Ichthys-Symbol, womit die Christen sich erkannten, als sie auch noch quasi undercover waren und noch heimlich dieses Symbol benutzten. Dieses geometrische Gebilde können wir natürlich assoziieren mit dem, wie wir in die Welt hineingekommen sind, nämlich mit der Vulva, aber gleichzeitig auch, wie die Welt auf uns einwirkt. Das ist nämlich auch die Form unseres Auges. Und das sind alles Symbolinhalte, die Sie in der Kunstgeschichte immer wieder antreffen. Es ist noch nicht spezifisch freimaurerisch, aber Sie finden diese Konzepte in freimaurerischer Kunst. Nun gehen wir weiter. Wir haben also jetzt hier zwei Schnittmengen. Und wenn wir diese vier Punkte miteinander verbinden, erhalten wir ein Kreuz. Wir gehen also jetzt quasi den goldenen Schnitt entlang. Und Sie kennen das, Fibonacci-Kurve. Und das hat alles damit zu tun mit diesem Konzept. Wenn Sie also jetzt den dritten Kreis geschlagen haben, indem Sie sich für eine Schnittmenge entscheiden, dann können Sie durch drei neu geschaffene Schnittmengen ein Dreieck konstruieren und in der Mitte ein weiteres Dreieck. Und wenn Sie dieses Dreieck zusammenklappen, bekommen Sie die erste dreidimensionale Form der sogenannten platonischen Körper, ein Tetraeder. Gehen wir weiter. Der vierte Schlag, der vierte Kreis und sofort, wir wiederholen also jetzt, vom Zentrum des Kreises bekommen Sie genau 6 Radien. Und wenn Sie sich schon mal gefragt haben, warum Gott die Erde an 6 Tagen erschaffen hat und am 7. ruhte er, dann ist der 7. Tag der Ursprungskreis, der sich nicht bewegt. Versuchen wir jetzt mal dieses Konzept, was wir jetzt hier geschaffen haben, anhand dieser inneren Linien aufzunehmen und da jetzt mal eine dreidimensionale Form draus zu konstruieren. Das heißt also, wir rutschen jetzt mit diesem ganzen Gebilde um die Hälfte im Uhrzeigersinn herum. Das heißt, das Ganze sieht dann so aus. Wenn Sie das ein paar Mal wiederholen, verdichtet sich dieses Gebilde jetzt zu einer geometrischen Form, die man als Torus bezeichnet. Und auch diesen Torus, hier mal in der Queransicht, finden Sie in der ganzen Natur als Prinzip von
Polaritäten, aus denen etwas Neues erwächst. Sie finden es in der Tomate oder wenn Sie einen Apfel aufschneiden. Und Sie merken allmählich, das sind Prinzipien, die einfach überall gesehen wurden. Wo man gesagt hat, wie ist das entstanden und wie können wir das nachvollziehen? Wie können wir quasi eine göttliche Schöpfung, ein Konzept nachahmen, um damit quasi das Sakrale auf die Erde zu holen, also eine Verbindung aufzunehmen. Und auch hier gehen wir mal kurz weiter. Wenn wir also jetzt hier diese neuen Schnittmengen haben, dann können wir dieses Feld hier erweitern mit weiteren Punkten. Also diese Umläufe entstehen allmählich. Und wenn wir da jetzt mal so ein paar Linien wegnehmen, dann werden Sie staunen, auch das kommt wieder in die Zweidimensionalität. Dann bekommen Sie nämlich diese Form. Die wird dann auch als Ei des Lebens bezeichnet. So sieht das plastisch aus und so sieht das in der Natur aus. Sie haben nämlich eine Zelle, ein Zellencluster geschaffen. Und auch hier gehen wir weiter in der Form, weiten die noch weiter aus und sehen jetzt anhand dieser Struktur, wir haben jetzt quasi drei Umdrehungen. Also das ist hier die erste, dann haben wir hier die zweite und hier, das ist jetzt die dritte. Wir brauchen noch eine vierte, um jetzt hier eine vollständige Form aus der Mitte herauszustanzen, die sich dann genannt hat, in dieser Tradition der Same des Lebens. Also wir kommen wirklich von der Blume zum, vom ersten Punkt immer weiter in größere Bereiche hinein und können da jetzt natürlich geometrisch Konzepte wiederfinden, wie den sogenannten Baum des Lebens, den Sie aus der Kabbala kennen. Und die Erinnerung haben wir in der Frucht, also jeder Frucht. Also die Blume wird zur Frucht und trägt den Samen für den ganzen Baum. Und dann haben wir so etwas geschaffen. Und ich denke, das hat der ein oder andere von Ihnen schon mal auch gesehen in dem ein oder anderen Buch oder vielleicht in dem anderen tatsächlich dreidimensional gestalteten Objekt, was also jetzt auch als Blume des Lebens bekannt ist. Wir haben hier zwei Kreise drumherum, quasi so eine Art Zellmembran. Und mit dieser Struktur sind Sie in der Lage, und das hat man schon sehr früh erkannt, hier eine Darstellung auf dem Osiris-Tempel in Abydos. Und auch Leonardo da Vinci hat sich mit diesem Konzept natürlich intensiv befasst. Mit diesem Konzept, was ich Ihnen jetzt hier vorgestellt habe, bekommen Sie die fünf platonischen Körper konstruiert. Wir haben nämlich jetzt eine Matrix geschaffen. Und auch da gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch, um Ihnen einfach mal zu zeigen, wie diese Konzepte sich nachher fortführen. Wenn Sie all diese Linien miteinander verbinden, bekommen Sie eine Struktur, in der Sie dann unseren Tetraeder wiederfinden. Sie finden den Kubus da drin, den sogenannten Hexaeder. Dann haben wir hier den Oktaeder, den Achtflächner. Wir haben den Ikosaeder. Und wir haben den Dodekaeder. Das sind die fünf Grundformen, die ja wiederum mit Platon in Verbindung gebracht wurden. Und jedem wurde dann auch ein Element zugewiesen. Der perfekteste ist eben der Dodekaeder. Der hat also den Äther in sich, so wie man damals noch ein fünftes Element bezeichnet hat als sogenannte Quintessenz. Na, also die fünfte Essenz aus den vier ursprünglichen Elementen. Und dieses Konzept finden Sie auch in der ganzen Naturwissenschaft immer wieder auftauchen. Also die platonischen Körper, so glaubte man damals, Kepler hatte das in seiner Harmonices Mundi geschrieben, die platonischen Körper bestimmen, und das sehen Sie an diesem Modell, die Lage der Planeten. Also die Ganzheit und die Natur sah Kepler zunächst als göttlich beseeltes Wesen. Und dann nach langem Ringen ging er zu dem Konzept des Uhrwerkes. Also letztendlich landen wir da natürlich bei einer Entseelung des Ganzen, bei Descartes, der sagte, der Körper ist nur noch eine hydraulische Maschine. Und dann begann so diese Spaltung zwischen dem, was man als Kosmologie bezeichnete, also die Sicht
wie man in dieser Welt lebt, und eben als Astronomie, wie man das Leben, wie man die Planeten, wie man das Universum vermisst. Also wir haben einmal eine rein naturwissenschaftliche und einmal eine mythologische Sicht auf die Dinge. Wie ist die Welt entstanden? Mythos, Urschöpfung und so weiter. Das sind alles Kosmologien. Und das hat sich wiedergeschlagen in Sakralbauten. Hier das Pantheon, wortwörtlich für alle Götter. Pantheon, steckt Theon, ist Gott. Das ist der sogenannte Oculus, also das Auge, wo quasi die Sonne direkt in den Tempel scheint. Und die Architektur des Sakralbaus nahm genau diese heilige Geometrie jetzt auf. Und die finden Sie in Konzepten, die auch in der Kunstgeschichte immer wieder auftauchen. Hier der berühmte Turm zu Babel, wo Gott die Menschen wegen ihrer Hybris strafte, weil er gesagt hat, die sollen aber meine Geheimnisse nicht alle ganz erforschen. Und daher wirbel ich das Ganze mal ein wenig durcheinander, weil so ein hohen Turm steht den Menschen einfach noch nicht zu. Übrigens von Peter Bruegel natürlich, das Bild. Und hier habe ich Ihnen mal Beispiele gezeigt, wie diese Konzepte sich im Sakralbau, der natürlich voller Astro-Symbolik steckt, Astralsymbolik steckt, also die Ausrichtung im Sonnenlauf, all das, was Sie in Stonehenge von den Pyramiden sicherlich kennen, was Sie aber auch in der Kultur in Südamerika finden, also Chichen Itza oder Angkor Wat, das sind alles universale Prinzipien, wenn Sie so wollen, archetypische Konzepte, die Sie wiederfinden. Und in der Freimaurerei gibt es eben auch so ein Gebäude, wo sich also ein Mythos draus entsponnen hat. Und das ist der Salomonische Tempel. Da gibt es die Geschichte von Hiram Abiff und der Baumeister, der quasi König Salomon diesen Tempel gebaut hat. Und Teile auf diesem Tempel finden wir in der Freimaurerei als Symbole immer noch wieder. Also in der freimaurischen Kunst werden Sie sehr häufig diese beiden Säulen am Eingang finden, die insofern bemerkenswert sind, weil diese Säulen, die ja auch in der Bibel genau beschrieben werden, wie groß die sind und mit Granatäpfeln geschmückt, die haben eigentlich überhaupt keine Funktion. Also die tragen nichts. Genauso eigentlich auch wie Kirchtürme keine weitere Funktion haben, außer dass da oben die Glocke hängt. Aber diese Spitzen, die können Sie eigentlich sehen als Fortführung einer Tradition der Obelisken. Das ist auch ein Kanal nach oben, in den Himmel. Und natürlich sind diese Konzepte universal, weil Senkrechtes kann man besser sehen als Liegendes. Und daher hatte man auch immer die Mitte des Dorfes direkt im Blick. Nun, der Bau des Tempels 950 vor Christus wurde zerstört zuerst durch die Chaldeer 586 vor Christus und Herodes baute dann den zweiten Tempel, der dann nachher durch die Römer zerstört wird. Und seitdem war das ja quasi der Beginn der Diaspora, dass also das jüdische Volk sich dann in der Welt auch zerstreut hat, weil sie gesagt haben, wir finden wieder zusammen, wenn dieser Tempel wieder errichtet wird. Und die politische Situation scheint da noch lange das zu verhindern. Also man sah, und hier haben wir eine alte Landkarte von diesen Blättern, das sind die Kontinente, also Europa, Asien und Afrika, sah man in vielen alten Karten Jerusalem tatsächlich als Zentrum der Welt. Und auch da haben wir wieder das Prinzip der Drei, was auch in der Freimaurerei immer wieder auftauchen wird. Warum die Drei? Warum immer diese Verbindung zu dieser Zahl? Und diesen Tempel Gottes jetzt als Symbol auf die Erde zu bringen, also den Tempel hier auf Erden wieder zu errichten, das ist eigentlich der Grund, warum man überhaupt Kathedralen baut. Gott quasi ein Haus zu bauen, ist Kirchenbau. Und hier kommen wir auch wieder auf der Geschichte der freimaurischen Kunst zu
den Steinmetzbruderschaften des Mittelalters. Nämlich genau dieses Wissen, was ich gerade so ein bisschen nur überspringen konnte, das war die Grundlage, um Kathedralen überhaupt errichten zu können. Und die Steinmetzbruderschaften hatten da einen besonderen Stand. Es gab Zünfte, es gab Gilden, es gab Innungen. Und das waren aber alles unfreie Handwerker. Die bauten keine Sakralbauten. Das heißt also, die Gilden, das war ein genossenschaftlicher Verbund von Kaufleuten und Händlern. Und die Zünfte, das waren städtische Körperschaften. Und die bestanden aus Handwerkern. Aber die waren ortsgebunden. Und wenn man so eine Kathedrale errichten wollte, dann kamen die Leute aus ganz Europa von überall her. Die Freie Steinmetzbruderschaft, das waren Wandergesellen, die einen Vorsitzenden hatten, der quasi, wenn die alle am Tisch saßen, quasi am Ende des Tisches vor Kopf saß. Und daraus wurde in der Freimaurerei nachher der Begriff des Meisters vom Stuhl. Das ist der Einzige, der auf dem Stuhl saß, vor Kopf. Alle anderen, die ganzen anderen Jungs, saßen also jetzt in Kolonnen, das heißt auf Bänken an diesem Tisch. Und er war wortwörtlich der Vorsitzende. Also das kennen wir seit dem 15. Jahrhundert, dieses Konzept. Und die Privilegien der Bruderschaften, das waren also die wirklichen Steinmetzmeister, die mussten natürlich ein Bibelstudium hinter sich haben. Die haben sich mit dem Klerus ausgetauscht und kamen natürlich auch an diese ganzen theologischen Konzepte. Und sie hatten, was ich gerade schon angedeutet hatte, Reisefreiheit. Also kein Frondienst oder Leibeigenschaften, sondern die kamen überall an diesem Bauplatz und waren eben auch noch durch eine Bulle geschützt. Sie waren eben nicht vogelfrei, wie zum Beispiel die Schauspieler oder das, was man so als fahrendes Volk bezeichnet. Und es gab ein Schriftverbot. Ein Schriftverbot zum Schutz der Berufsgeheimnisse. Und daher ein elitäres und geheimes Wissen über Geometrie, über Theologie und Religionsfreiheit. Auch das erstaunlich in dieser Zeit. Diese Steinmetzbruderschaft traf sich also jetzt an einer Baustelle in sogenannten Dombauhütten. Das waren genau diese Unterweisungshütten an der Baustelle, wo sie quasi jetzt in die Berufsgeheimnisse und in die Konzepte, wie die Kathedrale zu errichten sei, eingewiesen wurden. Jetzt gab es aber verschiedene handwerkliche und verschiedene berufsständische Unterscheidungen. Es gab den Gesellen, es gibt zuerst den Lehrling, dann gab es den Gesellen und dann gab es den Meister. Und jeder von denen hatte eine eigene Hütte. Da blieben die Berufsgeheimnisse auch drin, weil es eben Geheimnisse waren. Es war erstmal nur ein Fachwissen. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir das nachher auf die Freimaurerei übertragen. Warum es immer so heißt, warum machen die denn so ein Geheimnis daraus? Also zuerst mal ging es darum, Berufsgeheimnisse zu schützen. Und wenn man jetzt an so eine Dombauhütte anklopfte, dann wurde man geprüft. Es gab einen geheimen Griff, es gab ein Codewort und man wurde geprüft, welchen Berufsstand man jetzt hatte. Ob Lehrling, Geselle oder Meister, weil man natürlich auch dementsprechend bezahlt wurde. Und das ist eigentlich die Tradition, weshalb es diese drei Grade auch später in der Freimaurerei geben wird. Und wenn Sie sich angucken, was eine gotische Kathedrale für ein geometrisch hochkomplexes Gebilde ist, wo so viel Wissen drin steckt, und die Gotik kann man ungefähr festmachen von 1200 bis 1500, gab es aber schon im 7. und also bis 10. Jahrhundert gab es schon Genossenschafts- oder Berufsgenossenschafts- oder Steinmetzverbände aus Architekten und Künstlern. Und dieser Begriff Freimaurerei wird oftmals hinterfragt, ja, woher kommt denn das? Also man kann natürlich sagen, es waren freie Bauleute, das hatte ich gerade schon erwähnt, aber es gibt auch eine Unterscheidung aus dem Englischen. Es gibt die Freestone Masons, die den freien Stein bearbeiteten, und es gab die Rough Stone Masons. Das waren die Steinerklopper,
die wir heute vielleicht als Maurer bezeichnen würden. Das sind die Wände hochzogen. Aber die den freien Stein bearbeiten, das waren Künstler, das waren Architekten, das waren Leute, die sich genau mit Statik auskannten, wo genau welcher Stein oder auch welche Skulptur einzupassen sei, damit das Ganze hält. Also jemand, der sich mit Geometrie auskannte. Wenn wir nochmal auf Platon zurückgehen und auf seine Akademie, dann stand da vor der Tür, hier hat nur jemand Zugang, der sich mit Mathematik auskennt. Da würde man sagen, ja, warum? Was hat das jetzt mit Geisteswissenschaft oder mit Philosophie oder so zu tun? Genau aus diesem Grund. Diese Konzepte findet man in einem Austausch, wo sich Ritter mit Mönchen kurzschlossen. Wir finden die Aufhebung des Schriftverbots erst um 1460 herum, wo man sagt, jetzt kann man auch was niederschreiben. Und daher haben wir auch so wenig Baupläne von mittelalterlichen Kathedralen. Aber wir haben einige wertvolle Bücher, aber es sind doch recht weniger, weil eben vieles einfach auf dem Boden gemalt wurde, so wie wir das hier sehen, also diese Steinkonstruktion, also diese auf der linken Seite, dieser Zirkelschlag. Und unterwiesen wurde, indem man auf dem Boden skizzierte und da quasi eine Lehrstunde absolvierte mit dem Boden als Tafel und das dann nachher alles wieder aufwischte, damit dann auch alles wieder schön im Kopf war und nicht irgendwo nachgelesen werden konnte. Und ich will Ihnen nochmal hier ein Bild zeigen von, also die Loge in Straßburg, also die, was man als Loge bezeichnen kann, die lässt sich zurückdatieren auf 1579. Und jetzt mag man fragen, die offizielle Freimaurerei beginnt aber erst 1717. Das hat also schon eine Vorgeschichte. Und hier mal ein kurzer Wink, warum man nicht sagen kann, in der Freimaurerei dürfen nur Männer mitmachen, weil da waren ja auch nur Werksmaurer unterwegs und keine Frauen. Das stimmt wohl nicht. Hier habe ich immer Sabina von Steinbach mitgebracht, die in Straßburg verewigt wurde in dieser Skulptur. Das war die Tochter eines Baumeisters am Straßburger Dom namens Erwin. Und die ist hier dargestellt mit einem Buch, also eine gebildete Frau mit einem Hammer in der Hand. Also das Zeichen einer Meisterin, einer Steinmetzmeisterin. Es gab also Gleichberechtigung in der Bruderschaft, auch für Schwestern. Wenn das auch noch nicht sehr häufig vorkam, aber es gibt sogar eine Loge, die nach ihr benannt ist. Und das ist jetzt so ein Buch, also von Villard de Honnecourt, das 1230 entstand, mit vielen Skizzen, Bauplänen. Und die Steinmetzmeister wurden damals nach Steinen bezahlt. Und daher finden Sie an den Kathedralen auch immer wieder diese komischen Symbole, diese komischen Zeichen. Und die Zeichen generierten sich aus Konstruktionen wie dem Vierpass, der Triangulatur. Und hier kommt diese heilige Geometrie wieder ins Spiel. Und die persönlichen Unterschriften dieser Steinmetzmeister, die generierten sich aus dieser Matrix, die sich auf den Konstruktionen, auf der Grundkonstruktion ergibt. Also das ist eine Tradition, die als operative Maurerei bezeichnet wird. Also tatsächlich operierende Steinmetze, die Kathedralen gebaut haben, nach dem Prinzip des goldenen Schnitts, nach dem Prinzip, ein Gott ein Haus zu bauen und darin natürlich auch den Menschen in seinen Proportionen immer wieder zu zitieren. Wir denken daran, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Hier in der Renaissance finden wir die Vitruvstudie von Leonardo als wohl bekanntestes Beispiel. Und auch hier gibt es von Giorgione einen Bezug auf die Freimaurerei, denn bei diesen drei Philosophen von 1508 finden wir hier tatsächlich den Lehrling mit Zirkel- und Winkelmaß. Ne, der Alte,
der hat hier schon den Bauplan in der Hand. Aber das sind alles letztendlich, wenn man es zu deuten weiß, alles ganz klare Hinweise auf etwas, was nachher dann als ja, freimaurerische Symbolik wieder auftaucht, was man wiedererkennen kann. Aber ich sagte es bereits, aus den operativen Maurern, der Dombau, die Kathedralen in der Bautradition verschwanden dann einfach. Und es entstand dann sehr viel später, und zwar nicht zuletzt in England, weil England 1666 komplett abgefackelt wurde. England ging im Feuer unter und die ganze Stadt musste neu gebaut werden von Sir Christopher Wren, der nun sich an diese alten Steinmetztraditionen erinnerte. Aber auf dieser Tradition entstand auch ein hermetischer Raum. In dieser Zeit waren die Katholiken und die Protestanten einfach außerstande, sich öffentlich miteinander auszutauschen. Und bestimmte politische Gruppierungen bekamen jetzt in diesem Konzept eines hermetischen Raumes, also einer, wenn man so will, einer Dombauhütte in einem gesellschaftlichen Rahmen, jetzt einen Raum, sich zu treffen, und zwar auf gleicher Ebene. Und dieses Konzept einer Bruderschaft in einem sakralen, in einem hermetischen Raum, Dinge zu bereden, die einfach dort blieben, und zwar nicht unbedingt geheim, aber diskret, war der Beginn der sogenannten spekulativen Maurerei. Und hier sehen wir eine berühmte Illustration des Logenhaus in Wien. Also hier sehen wir hier vorne auch Mozart und Schikaneder. Und diese Bünde, die entstanden, die ja, erinnerten sich natürlich an die alten Gruppen, hier Sokrates, der Begründer der Ethik, der auch schon diesen eingeschworenen Kreis um sich herum versammelte, der quasi einen Raum schuf für Unterweisung. Also die ethischen Standards in der Freimaurerei, die haben wir jetzt gesehen auf der Bibel, die 10 Gebote, auf der griechischen Philosophie, die Tugendlehre, die Pflichtethik, das Weltbürgertum, was schon in der Stoa auftaucht, und auf dem Christentum, also die Menschenliebe, auf der Renaissance, den Humanismus, und auf dem Barock später die Fortschrittsidee, also den Rationalismus, den sogenannten Deismus, die Toleranzidee, die Friedensidee und die Aufklärung. Und der Deismus ist ein Konzept, dass man davon ausgeht, dass Gott oder ein höheres Wesen die Welt erschaffen hat, aber nicht unbedingt zwingend in den Verlauf der Welt eingreifen muss oder möchte. Und das bezeichnet man in der Religionswissenschaft als Deismus. Steht natürlich auch Deus, Gott, mit drin. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt auserwählte Eingeweihte. Es gibt das Prinzip einer Verschwiegenheit, einer Diskretion, wie ich immer so gerne sage, was eben auch dieses ganze Geheimnis, dieses Dunkle, dieses Buh, dieses Okkulte da einmal rausnimmt und einfach ganz klar sagt, nein, die Jungs haben einfach die Klappe halten können. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man sagt, wenn ich dir was anvertraue, dann weiß ich, dass das unter uns bleibt. Und es gibt die Vorbereitungszeit, dunkle Kammer, die Reflexion, die damit einhergeht, die Initiation und das Ritual. Und da könnte man natürlich jetzt fragen, ist die Freimaurerei ein Mysterienbund? Denn es erfüllt ja alle diese Dinge. Aber die Freimaurerei, und das ist der Unterschied, wenn ich immer sage, Freimaurerei ist kein Geheimbund. In der Freimaurerei werden Dinge erklärt. Klarheit, Licht geschaffen. Auf der Aufklärung kommend werden die Symbole letztendlich nachher auch besprochen, was in den Mysterien, auch gerade in den Antiken, nicht der Fall war. Und die Freimaurer treffen sich als Logen in eingetragenen Vereinen. Da ist zwar nicht sofort überall auf der Webseite das Vereinsregister zu sehen, aber sie bekommen
ohne weiteres Kontakt, wenn Sie ins Internet gehen und sagen, ich gehe auf die Webseite der Vereinigten Großlogen von Deutschland und dann können Sie eine Stadt eingeben und sagen, da und da sind die und die Logen. Also, es ist kein Geheimbund. Die Grundsätze der Freimaurerei, und die kennen Sie natürlich aus der Französischen Revolution, die natürlich damit reinspielt, genau wie die amerikanische, die sich daraus ergab, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wieder eine Trinität, wieder drei Stück. Man könnte das ergänzen mit den anderen beiden, Toleranz und Humanität. Da kommt dann das karitative Element mit rein, von dem ich sprach. Die freimaurerischen Tugenden sind also Selbsterkenntnis, Selbstbeherrschung und Selbstveredelung. Wieder dieser Dreisprung. Und da wir ja bei der Kunstgeschichte sind, ist die königliche Kunst zu finden in der Schönheit, von der Platon schon sprach, in der Ästhetik, in der Ordnung der Dinge und in der Harmonie der Dinge. Daher kommt dieser Spruch, den man auch immer wieder in der Freimaurerei finden kann und den wir gerade in diesem Zirkelschlag auch einmal angedeutet haben, wie innen, so außen. Also die Arbeit an einem selbst, die muss ich ja wieder nach außen ins Leben bringen. Und das, was mir durch die Brüder zuteil wird an Ansporn, Unterstützung, und das nehme ich für meine Erbauung und für meine Selbstarbeit eben auf. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Und diese königliche Kunst hat auch natürlich eine Tradition, die sich hier in dieser Illustration sehr, sehr schön kenntlich macht, den sogenannten sieben freien Künsten. Auch die kennt man aus der Antike, die Septem Artes Liberales. Da gab es einmal das Trivium, also der Dreiweg. Das hat alles mit Sprachinhalten zu tun, also die Grammatik, die Rhetorik oder die Dialektik oder Logik. Und dann gab es das Quadrivium, also der Vierweg. Das hat alles zu tun mit Mathematik, mit Geometrie, mit Musik, denken wir an Pythagoras, und mit der Astronomie. Das heißt also, diese Künste, diese freien Künste, es gab auch die Artis Mechanicae, also die praktischen Künste, die waren nötig zur Vorbereitung auf das Studium, zum Beispiel von Theologie oder wenn man Jura oder Medizin studieren wollte. Ausdrucksformen der freimaurischen Kunst haben wir in der Malerei und Plastik, zum Beispiel durch Freimaurer wie Alfons Mucha oder Alberto Giacometti. Lovis Corinth ist einer der berühmtesten Maler, der in einer Freimaurerloge war, oder James Thornhill. Und wir haben in der Musik natürlich viele alte Bekannte. Wir haben Mozart, wir haben Beethoven, obwohl ich sagen muss, Beethoven war sehr wahrscheinlich kein Freimaurer. Aber wenn wir zum Beispiel an die Ode an die Freude denken, ist da natürlich unheimlich viel freimaurisches Gedankengut drin. Das heißt also, er kannte durchaus das, was er nachher in seiner Musik ausgedrückt hat. Wir haben Johann Christian Bach, wir haben Haydn, Liszt, aber auch moderne Musiker, Komponisten wie Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington, Ivan Berlin, George Gershwin oder auch Phil Collins. In der Literatur haben wir Lessing, Tucholsky, André Gide, Stendhal, Kipling, der das Dschungelbuch geschrieben hat, Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes geschrieben hat, Jonathan Swift, Walter Scott, Ivanhoe geschrieben hat, und Mark Twain war auch ein Freimaurer. In der Schauspielerei kennen wir aus Deutschland Karl-Heinz Böhm, wir kennen Fairbanks, Clark Gable, John Wayne, Harold Lloyd, Oliver Hardy, den sehen wir auch manchmal in den Stan und Ollie Filmen mit diesem Fef rumlaufen, wo die denn immer feiern. Das ist eine besondere Sparte der Freimaurerei, die sogenannten Shriners. Die konnten immer vortrefflich feiern. Das ist ein karitativer Verein. Und Ernest Borgnine, ein amerikanischer
Schauspieler, also künstlerisch ausgedrückt, haben sich die Freimaurer, und daher sprach ich anfangs auch von Kulturgeschichte, eben auch bis aktuell in dieser Zeit. Wir haben in London in Covent Garden ein Logenhaus, was im Art Deco-Stil unglaublich prachtvoll auf diese Konzepte hinweist. Hier sehen wir so ein Glasfenster aus diesem Gebäude. Und auch hier sehen wir oben wieder das berühmte Fiat Lux, es werde Licht. Und unten finden wir einen Spruch, der nennt sich Ordo ab Cao, also Ordnung aus dem Chaos. Und genau das habe ich gerade versucht, mit der heiligen Geometrie so ein bisschen anschaulich zu machen. Die Ordnung in der Welt. Durch das auch übertragen, im metaphorischen Sinne, Maß halten, das richtige Maß finden. Da sind wir bei Aristoteles und seinem goldenen Mittelweg. All das hat damit zu tun. Lux in Tenebris oder Lux et Tenebris, also die Dunkelheit aus, das Licht aus der Dunkelheit. Also es geht wirklich um Erleuchtung im metaphorischen Sinn, um Erkenntnisgewinn und dadurch nicht nur Wissen, sondern auch Weisheit zu finden für seine persönliche Entwicklung. Und die Kunstgeschichte in der Freimaurerei finden wir in Symbolen, wenn wir es dann, wenn wir die Hintergründe wissen, wenn wir den Kontext wissen. Die Statue of Liberty ist eigentlich eine Gottheit. Also eigentlich heißt diese Skulptur Liberty Enlightening the World. Die Freiheit erleuchtet die Welt. Von Freimaurerbrüdern errichtet. Frédéric Auguste Bartholdi und Gustave Eiffel waren beides Freimaurer, die quasi diese Skulptur als aus dem Land der Französischen Revolution, jetzt dem Land der Unabhängigkeit, vermacht haben, geschenkt haben. Und siehe da, wir haben die sieben Strahlen von Sol Invictus auf ihrem Kopf. Die Fackel der Erleuchtung. Auch diese Skulptur hat freimaurerische Hintergründe. Giordano Bruno finden Sie auf dem Campo dei Fiori in Rom, da wo er verbrannt wurde, 1600. Er war ein pantheistischer Freidenker, also jemand, der Gott in allem sah. Pantheismus, Gott durchdringt alles und wurde dadurch dann verurteilt und verbrannt, was nach meinem Dafürhalten quasi das Ende der Renaissance einläutete. Und in Italien die Freiheitskämpfe, Garibaldi, Mazzini, das waren Brüder, die politisch zusammenkamen, um das Land zu einen und in Gedenken an Giordano Bruno quasi dieses Standbild errichten ließe, was von Ettore Ferrari gestaltet wurde. Und auch in Deutschland finden Sie das, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, 1913 eingeweiht. Über das Ding könnte ich zwei Vorträge halten. Das ist so voller freimaurerischer Symbolik. Und Sie finden Freimaurergärten, Sie finden da auch kleine Skulpturen, kleine Bauwerke, die sogenannten Folly, also die Verrücktheiten, wie so eine kleine Pyramide, die da errichtet wurde. Hier, das ist in Schottland, ich meine in Stirling. Und da finden Sie auf einmal in Schottland eine Pyramide und fragen sich natürlich, warum? Und natürlich in Bühnenbildern. Das hier von Schinkel zur Zauberflöte. Hier die Königin der Nacht, 1791 uraufgeführt. Da steht quasi die Dunkelheit gegen das Licht, was eben von dieses Lied Isis und Osiris dann von Sarastro verkörpert wird. Freimaurer selber haben auch ihr Logenleben, hier ein Beispiel von Lovis Corinth, festgehalten. Hier einmal ein Bild, die Logenbrüder. Sie sehen also, das ist gemütlich und auch gesellig. Und da wird auch nach der Arbeit und bei den Zusammenkünften auch gut getrunken und sich aber auch dementsprechend gut unterhalten. Und zwar eben nicht nur über Sport und es gibt also eine Einschränkung, wo man früher einmal gesagt hat, in den Logen sollte man nicht über Religion und über Politik sprechen.
was natürlich, ich sage mal, nur eine Anregung war, denn das sind die beiden Bereiche, ja, wo man sich quasi am schnellsten in die Haare bekommt. Und ja, von Sport will ich dann auch gar nicht anfangen. Dann habe ich einen Künstler, den ich Ihnen vorstellen wollte, der zeitgenössisch immer noch sehr aktiv freimaurerische Symbolik in seinen Bildern verarbeitet, nämlich Jens Rusch. Jens Rusch kommt aus Schleswig-Holstein und ist auch karitativ sehr engagiert, hat also eine Initiative gegen Krebs gegründet und auch in seinen Bildern, ähnlich wie das im Kölner Logenhaus, wimmelt es nur so von freimaurischer, aber auch historischer Symbolik. Hier sehen Sie auch ganz viele, hier sehen Sie Shakespeare und Dante und also alle, ja, alle großen Schriftsteller, die natürlich auch große philosophische Konzepte mit auf den Weg gebracht haben. Hier mal ein etwas anderes Kunstwerk von Jockel Reiser, die Meistereule. Und auch hier finden Sie in der Mitte wieder den Satz des Pythagoras, die Eule natürlich als Eule der Minerva, also als Symbol der Weisheit. Und wie Sie gerade schon gemerkt haben, immer wieder taucht dieses Schachbrett auf. Und wenn Sie sich fragen, ob jetzt die Freimaurer gerne Schach spielen, das hat auch tatsächlich etwas zu tun, wie ein freimaurerischer Tempel aufgebaut wird. Hier Ottmar Alt, der also dann auch eine sehr naive Darstellung der drei Grade hier einmal dargestellt hat. Und die Symbole, mit denen freimaurerische Kunst arbeitet, wie wir gesehen haben, das sind eben einmal Werksymbole, das sind Ursymbole wie die geometrischen Grundformen, das sind Natursymbole wie eben auch die Sonne, von der wir gerade sprachen, und dementsprechend auch Lichtsymbole. Hier haben wir nun einmal so ein Baustein von dem, was an freimaurerischer Symbolik ja, grundlegend immer wieder in diesen Bildern zu finden ist, der unbehauene Stein. Also das metaphorisch sind wir selber. Wir haben uns noch nicht so richtig ausgebildet. Wir sind zwar schon ganz grob behauen, aber wir wollen uns perfektionieren, also weiterentwickeln. Das heißt also, der erste Grad hat ein Motto und das heißt, schau in dich. Erstmal, wer bin ich überhaupt? Die große Frage aus der Antike. Na, erkenne dich selbst. Das zweite Symbol ist dann der behauene Stein, also der Kubus. Der steht für den Gesellen. Der Geselle hat das Motto, schau um dich. Das heißt, erkenne, dass du nicht allein bist. Wie bist du eingebunden in dein Umfeld? Wie ticken die anderen? Wie tickt die Welt? Wie kann ich die Welt, die ich mit meinen Sinnen und mit meiner Erinnerung mir selber konstruiere, wie kann ich die wahrnehmen? Und der Meistergrad, der hat auch sehr viel mit Spiritualität zu tun. Nämlich der steht unter dem Motto, schau über dich. Also schau in die Sphäre, in den Himmel, also erkenne das Göttliche, aber auch schau in die Erde hinein. Schau in die Welten, die du auf den ersten Blick durch deine Sinne nicht erkennst. Und hier habe ich mal dargestellt von William Blake, The Ancient of Days, also der Alte vom Tage genannt, ein Prinzip. William Blake war auch Anhänger der Französischen Revolution, der quasi aus diesem deistischen Kult, von dem ich gerade sprach, kommt, also der sogenannten Theophilanthropie, also das bedeutet die Liebe zu Gott und den Menschen, also die Grundlage, so Blake, die Grundlage aller Zivilisation. Und wenn Sie mal in New York waren, haben Sie das wahrscheinlich mal am Rockefeller Center gesehen. Da ist nämlich Weisheit, so der Titel von Lee Laurie, auch wiederzufinden mit seinem Zirkel, der die Welt schafft. Also da kommen wir ja, letztendlich in die Gestaltung der Welt und wieder zu den, ich sag mal, zu den Einweihungsformen.
Das hat im dritten Grad tatsächlich mit dem Memento Mori zu tun, mit dem Tod und mit der Wiederauferstehung. Und diese Rituale, und das denke ich, ist jetzt klar geworden, sind uralt. Die Herkunft des Ritus aus den ägyptischen Traditionen, insbesondere danach wirken die Mysterien aus dem Alten Testament, der Werkfreimaurerei, die Symbolik, und später in den Hochgraden gibt es noch die Ritterorden, aber die lasse ich jetzt mal ganz auf. Denn wenn man davon nichts weiß und jetzt in irgendeinem Buch mal diese im wahrsten Sinne wieder obskuren Darstellungen sieht, wo da jemand einen Galgenstrick um den Hals trägt und da jemand irgendwie wie tot mit so einem Laken bedeckt ist, dann kann man natürlich auf Verschwörungstheorien kommen. Und dann kann man natürlich auf die Frage kommen, was machen die da überhaupt? Aber so ein Logentempel, und hier sehen Sie in der Mitte wieder dieses sogenannte musivische Pflaster, also dieses Schachbrettmuster, was eigentlich steht für die Dualität aller Dinge oder für, besser gesagt, die Polarität aller Dinge. Das würde ich auch unterscheiden. Sehen Sie, dass das auch alles Ordo ab Chao ist. Also es ist alles wohlgeordnet und harmonisch. Und wir sehen hier drei Säulen. Ich habe die hier mal in drei Kreise dargestellt. Also das ist Weisheit, Schönheit und Stärke. Also hier auf Englisch, Wisdom, Strength and Beauty. Und auch da taucht die Schönheit wieder auf. Die Ästhetik, die Kunst, die sich in der Freimaurerei immer widerspiegelt. Doch hier sehen Sie die Geometrie. Das hier ist genauso ein Dreieck wie diese Position des Meisters vom Stuhl, also des Vorsitzenden und der ersten beiden sogenannten Aufseher. Auch das sind Dreiecke, die Sie hier tatsächlich auch als Zirkel- und Winkelmaß aufmachen können. Und immer wieder die drei. Die drei Säulen, hier dargestellt, auch nochmal mit den Abkürzungen. Und hier ein Sockel mit den drei Symbolen, also zwei haben wir gerade schon gesehen, also Zirkel, Winkelmaß und der Bibel, die auch symbolisch als Dreiheit gesehen werden. Zirkel und Winkelmaß, manchmal mit G dargestellt. Ich gehe da jetzt auch nicht mal näher drauf ein, was da die Symbolik ist, weil wir kommen allmählich schon in den Endspurt, wenn ich auf die Uhr gucke. Aber Sie sehen, auch da sind wieder Prinzipien versteckt, Dreiecke, Auf- und Absteigende, die auch als Elemente-Symbol wieder zu erkennen sind. Und hier eben das sogenannte Buch des Heiligen Gesetzes. Das ist in unserem Kulturkreis die Bibel. Es kann aber auch der Koran sein, im freimaurischen Logen, die in dementsprechenden Ländern sich zusammenfinden. Es können auch buddhistische Sutren sein. Es ist quasi ein verehrungswürdiges, heiliges Buch. In einigen Logen liegt sogar ein weißes Buch da, wo quasi jeder seine Glaubensvorstellung selber hinein oder wiederfinden kann. Hineininterpretieren wäre jetzt falsch, aber ein Symbol, was man quasi selber auflädt. Und hier haben wir eben die Unterscheidung in die kleinen Lichter, die sogenannten Weisheit, Stärke, Schönheit, also die Säulen, und die großen Lichter, Zirkel, Winkelmaß und das Heilige Buch. Also warum immer wieder die drei? Nun, meine Erklärung, meine ganz persönliche Erklärung ist, weil wir die Welt durch die drei wahrnehmen. Wir haben nur durch die drei Zugang zur Welt. Und zwar haben wir drei Dimensionen. Wir können uns weder zwei noch vier oder mehr vorstellen. Wir haben auch in unserer Zeit ein Anfang, eine Dauer und ein Ende. Also hier auch metaphorisch dargestellt, wieder in der Kunst. Das Baby, der Jüngling und da hinten der alte Mann. Wir finden die drei auch in der Zusammenstellung der Mischfarben. Additive, subtraktive Farben. Und in der Alchemie hat man die drei als Ursubstanz gesehen in Sal, Sulfur und Mercurius, also Salz, Quecksilber und Schwefel, hier auch nochmal als Symbol dargestellt. Und dadurch haben wir auch in unseren Religionen oftmals Trinitäten. Und das Christentum ist ja nicht das einzige Konzept mit Trinitäten. Die finden wir in Ägypten, die finden wir
im hinduistischen Raum. Und die finden wir in der Mythologie, bei den nordischen Gottheiten und überall finden wir diese drei eben aus diesem Grund. Dadurch definiert sich die Welt. Ne? Denken wir an Shiva, Vishnu und Krishna, also ne? Der, der die Welt erschafft, der die Welt in Gang hält und der die Welt zerstört. Man braucht immer drei dafür. Und diese Symbolik, die wurde vermittelt, genau wie das Logenbild, anhand von sogenannten Teppichen oder Arbeitstafeln. In fortgeführter Weise, rückwirkend betrachtet, zu den alten Unterweisungen in den Baumhütten, wo quasi diese Unterweisung durch Symbole und durch Zirkelschlag am Boden vermittelt wurden, gab es also jetzt für jeden Grad einer dieser sogenannten Unterweisungstafeln oder nachher sind sie auch als Teppiche aufgeschmückt worden. Auch da finden Sie die ganze Symbolik wieder. Und die Kunstgeschichte in der Freimaurerei ist natürlich primär zu suchen in dieser unglaublich vielfältigen, jahrhundertealten Ausschmückung dieser Unterweisungsteppiche oder Unterweisungstafeln. Und eine weitere Kunstrichtung in der freimaurerischen Kunst finden Sie in der Bekleidung. Der Freimaurer trägt einen sogenannten Arbeitsschurz. Also dieser Schurz, diese Schürze, wo quasi das Dreieck hier bei den operativen Maurern noch hier an einem Knopf hochgeklappt wird, dass das Ganze zu einer Art Schürze aufgeklappt wurde, das haben wir hier jetzt wiederum als symbolisches Konzept einer 3, die auf der 4 liegt. 4, die Zahl der Erde, 3, das göttliche Prinzip, das göttliche, also das Spirituelle auf dem Materiellen. Auch da finden wir eine reiche Auswahl von Kunst, wo überbordende Symbolik in diesen Schürzen verarbeitet wurden. Hier nochmal Bijoux, die auch wiederum auf diese heilige Geometrie zurückgehen, wo ich sagen kann, diese Beschäftigung mit dieser freimaurischen Kunst, da kommen Sie mit einem Leben nicht aus. Das ist wirklich, weil es so umfassend vernetzt ist, mit dieser ganzen gnostischen Reihung bis in die Antike zurück und bis in so viele verschiedene Kulturen, aus der Antike kommend, in der Renaissance weitergeführt, dann nachher im Barock und in anderen sogenannten hermetischen Traditionen, Rosenkreuzer etc., finden wir dann nachher eine Melange von Zeichen und Symbolen, die wir in der Freimaurerei zu deuten wissen müssen. Und damit zeige ich Ihnen zum Abschluss nochmal das Logenbild aus Köln, also das Wandbild. Und hier sehen Sie die beiden Säulen, das musivische Pflaster, hier sehen Sie die Lichter der Freimaurerei, hier sehen Sie den 7 Stern mit der Vitruvformel, Vitriolformel mit den 7 Stufen und hier nachher pythagoreische Symbole, also hier das Pentagramm und hier auch nochmal Pythagoras, der Satz des Pythagoras. Und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt zumindest in dieser kurzen Zeit, und ich sehe, ich bin schon leicht drüber, aber immer noch, glaube ich, gut im Rennen, um vielleicht im Anschluss gleich noch 2, 3 Fragen zu beantworten, Ihnen so ein bisschen eine Einführung gegeben habe in die Reichhaltigkeit der freimaurischen Kunstgeschichte. Vielen Dank.